Zur Lagerung von Brückenkonstruktionen werden häufig sogenannte Rollenlager verwendet. Dieses Schema zeigt den mechanischen Aufbau eines Rollenlagers. Wir erkennen die typische Bauform eines Rollenlagers, bestehend aus der unteren und oberen Lagerschale und der dazwischen angeordneten Lagerwalze. Versuchen wir, dem dargestellten Lager eine horizontale Kraftkomponente aufzuzwingen, reagiert es ausweichend. Es bewegt sich. Der Versuch, ein Moment einzuleiten, würde vergleichbar in einer ausweichenden Drehbewegung enden. Allein in Richtung senkrecht zur Berührungsebene kann das Rollenlager eine Kraft aufnehmen, ohne dabei in vertikaler Richtung auszuweichen und in dieser Weise seine Lagerfunktion wahrnehmen. Mit anderen Worten, die durch das Rollenlager eingeschränkte Bewegungsrichtung, hier die vertikale, gibt genau die Richtung der übertragbaren Lagerreaktion, hier die vertikale, an. Da also der Betrag der vertikalen Lagerkraft die einzig ermittelbare Information ist, die Richtungsinformation ist ja von vornherein bekannt, bezeichnet man das Rollenlager auch als einwertiges Lager.